Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ori at the Will of the Wisps. Yay! In der letzten Folge haben wir uns das Eisgebiet angeguckt, haben eine neue Fähigkeit bekommen, nämlich den Feuerstoß, den man auch benutzen kann, um an höher gelegene Orte zu kommen. Und ich habe die Befürchtung, dass hier jetzt diese Todesschwinge kommt. Da sind wir in der letzten Folge aufgehört und jetzt bin ich gespannt, was passiert, ob er böse ist, ob er uns tatsächlich fressen will, ob wir ihn irgendwie retten können, ob wir dieses ganze Gebiet hier enteisen können. All diese Fragen werden wir in dieser Folge bestimmt irgendwie beantwortet haben können. Hier scheint ein alter Baum zu sein. Toll. Ist das der Baum der Bäume? Ein Licht kommt aus diesem Baum heraus. Die Musik ist sehr schön. Wieso labere ich über die Musik drüber? Das ist voll dumm, weil die Musik... Ah! Unser Licht hat ein paar Freunde. Ach nein, das sind die Irrlichter, die wir geholt haben. Und hier war jetzt das vierte... Oder das... Naja, das dritte Irrlicht. Das vierte Irrlicht. Damit wir den Baum retten können, damit wir Klein Kuro retten können. Und da kommt die Teufelsschwinge. Und die habe ich ja tatsächlich ein bisschen Angst. Ich habe jetzt auch Gänsehaut wegen der Musik. Na? Mondchen! Ja, das kennen wir ja schon. Ich bin dir schon so oft entflohen. Du hast gar keine Chance gegen mich. Auch nicht mit deiner Lawine. Auch deine Lawine kann nichts. Okay, das war jetzt unfair. Das war fiese. Gemein und gefährlich war das. Das finde ich ja nicht so nett. Das war jetzt wirklich nicht so nett. Gibt auf jeden Fall nettere Sachen. Aber diese Schwinge scheint nicht dazu zu gehören. Das ist auch schon wieder so ein Vibe. Alles, was man hier so sieht, immer mit dieser Teufelsschwinge, ist genauso wie der letzte Boss. Bei Ori and the Will... Nee, and the Blind Forest. Muss ich runter? Muss ich runter? Okay, ich muss runter. Okay, alles klar. Alles gar kein Problem. Hui! Weil da war ja auch ein Vogel, quasi der letzte Boss, nämlich Kuro. Kuro ist ja leider tot. Achtung, Spoiler. Auch gut, ich sag einfach Achtung, Spoiler, nachdem ich es Spoiler genannt habe. Sorry. Aber ich glaube, niemand guckt den zweiten Teil, wenn er nicht den ersten Teil schon kannte, oder? Hallo, danke, dass du mich abstoßen lassen hast. Nein, muss ich hier runter? Das ist falsch, oder? Hätte ich... Nee, frostige Frucht. Ey, das ging überraschend gut. Ich bin nur einmal gestorben. Wow. Öffne deine Augen, kleiner Geist. Du bist in Sicherheit. Du hast das Gedächtnis des Waldes geweckt und damit auch mich. Ich hätte dich bei all dem Schnee beinahe nicht gesehen. Nun wird der Frühling wieder in der Spitze Einzug erhalten, auch wenn einige das nicht begrüßen werden. Die Kreatur Schnee gehört dazu. Ich habe sie im Schlaf in meinen dunklen Träumen gesehen. Ei, true, das habe ich ganz vergessen. Chira, sie wurde aus Staub geboren, stieg auf, während die Welt unter der Asche sinkt. Oh, der hatte schon immer so ein komisches Skelett. Weird, oder? Ach, der Arme. Es ist aber auch wirklich einfach Kuro 2.0. Kuro mit so einer Knochenrüstung einfach. Seine Eltern sind tot. Er ist ganz alleine. Keiner kümmert sich um ihn. Das ist schon irgendwie scheiße. Und er merkt es einfach schon als Baby. Instant. Er ist aus seinem Ei rausgekrochen und hat gemerkt, yo, Scheißwelt. Warum habt ihr mich geboren? Mann, ey, jetzt muss ich selber klarkommen. Nicht cool. Und wer wird sein Freund? Aber sag bloß, sein Freund wird jetzt jemand, den wir umgebracht haben. Das wäre natürlich... Oh nein! Ach, bloß Kuro war sein Freund. Oh. Ja, sieht alles danach aus, nicht wahr? Oder sie haben ihn ausgestoßen und deswegen mag er Kuro nicht? Na, sind sie rassistisch oder sind sie nicht rassistisch? Er sieht halt anders aus. Und sie finden das auch merkwürdig, dass er anders aussieht. Ah, okay, die Eltern wollen das nicht. Ach man, das ist wie bei dem hässlichen Entlein. Er ist das hässliche Entlein und die Entenfamilie will ihn nicht dabei haben. Die Kinder trauen sich nichts gegen ihre Eltern zu sagen. Die Eltern sagen, yo Bro, du siehst scheiße aus, wir sind Rassisten, du siehst anders aus als wir, lass meine Kinder in Ruhe. Dabei ist den Kindern das eigentlich egal. Rassismus ist ja auch nur antrainiert, nicht wahr?
Also schon eine tiefe Story, die hier Ori hat. Er als allerletzter seiner Art. Und keiner will ihn aufnehmen. Und dann fängt es auch noch an zu regnen. Du kehrst sie zu Asche und Staub zurück. Sie ist verloren, eine bemitleidenswerte Kreatur. Ihr Herz versteinert, auch der Sommer der Vergangenheit ist verloren. Er wird nie wieder zurückkehren. Doch dank dir, Geist, wird ein neuer Sommer kommen und seinen Platz einnehmen. Das habe ich geträumt. Ich träumte im Schlaf auch von Korlok, dem großen Wächter. Er war mehr als nur ein Betreuer der Moki und des Sumpfes. Es war das Leben, das unter seinen Wurzeln floss, die Weisheit, die seine Wasser lenkte. Er war wie ein Vater für die Moki und er wird nie vergessen werden. Ja, auch in meinem Herzen liebt Korlok weiter. Guck mal, wie cool das ist, dass er es auch hinterher guckt. Okay, habe keine Angst, Bauru. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Also, was haben wir denn jetzt alles? Also, wir sind geflohen. Wir wollen, glaube ich, den Todesvogel nicht töten. Wir wollen ihn von seiner Qual befreien und eventuell sein Freund werden, so wie es ja auch im ersten Teil schon war. Wir sind ja ein Musterschüler im Freunde machen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal in die Stadt der Moki zurück. Nicht wahr? Ja, der Frühling ist da. Cool, oder? Tja, jetzt musst du wohl die Wüstenwinde bändigen. Willst du sonst noch was? Ja, ich hätte gerne ein paar Projekte, wenn das... Oh, ist das das letzte? Nee, wir haben noch zwei danach. Aber wir kriegen jetzt noch Räume den Höhleneingang. Ja, okay, mach das mal. Räume war den Höhleneingang. Oh, fantastisch. Ich werde mich gleich darum kümmern. In die Höhle. Was haben wir hier? Einen riesigen blauen Stein. Toll. Ein Glück sind wir das Licht. Sodass wir hier was sehen können, wollte ich sagen. Aber anscheinend... Die Dunkelheit will uns hier nicht haben. Und wenn ich da so ein Teil runterschmeiße, bringt mir auch nichts, ne? Okay, wir haben noch nicht... Doch, warte mal. Haben wir nicht irgendeine Fähigkeit? Blitz, ne? Blitzfähigkeit! Okay, jetzt schnell. Schnell, bevor wir sterben. Was gibt's denn hier unten? Und wieso ist das hier so lebensbedrohlich unten? Das ist nicht so cool. Wieso baut der Typ lebensbedrohliche Sachen? Ich bin jetzt auch ein bisschen unter Zeitdruck, muss ich sagen. Oh, was ist das? Hä? Eine Eichel? Eine herzförmige Eichel. Hi, war das deine Eichel? Oh ja, meine Eichel, du hast sie gefunden. Das klingt ein bisschen falsch, aber okay. Ich werde sie nie wieder loslassen. Das klingt auch falsch. Das klingt alles falsch. Okay, ich gehe wieder. Tschüss. Lass deine Eichel niemals los. Hörst du? Lass sie niemals los. Können wir hier, glaube ich, nicht mehr viel machen. Sondern wir gehen jetzt zu Kuro. Wir gehen noch nicht zu Kuro. Sondern wir gehen hier hin. Zur Windwüste. Alles klar. Hallo, bin wieder da. Hab diesmal alle Irrlichter. Let's go. Wir haben es geschafft, Ori. Das Herz des Waldes ruht im Inneren. Das Licht der Geisterwinde kann öffnen, was lange verschlossen war. Öffne dich, majestätischer Tempel der Wüste. Und offenbare, was in dir wohnt. Alright, let's see. Alright, let's see, let's see. Was geht ab in diesem Tempel? Oh, das ist hübsch. Oh, viel Gold und so. Das gefällt mir sehr gut. Wo ist das? In allen Ländern bleibt es immer gleich. Für jeden Geisterbaum ein Licht und für jedes Licht ein Baum. Sie existieren im Gleichgewicht. Das Licht allein ist nichts ohne sein Gefäß. Aber während das Licht ewig ist, kann kein Baum ewig bestehen. Als die Weide alt wurde und ihre Zweige kahl, konnte sie ihr Licht nicht länger pflegen. Es zerbrach und wir wurden zu Irrlichtern. Unser geistiger Glanz erlosch. Die Kinder der Weide, die Geister von Neven, litten unter dem Verfall. Das Land wurde von Dunkelheit und Zerstörung heimgesucht. Die Geister verschwanden und alles schien verloren. Doch Prophezeiungen sagten, dass Hoffnung kommen würde. Sie würden unsere Augen durch die Dunkelheit blicken lassen. Hoffnung würde unsere Erinnerung an das Vergessene zurückbringen und uns in Zeiten der Not Kraft spenden. So wird die Welt geheilt. So wird der Kreislauf fortgesetzt.
Die Baumeister der Gordik wussten, dass alles kaputten Dinge wieder repariert werden können. Hier schützen sie das zerbrechlichste aller Irrlichter, das Herz des Waldes. Wir spüren seine Präsenz in der Nähe, Uri. Das Licht wird abermals ganz werden. Hallo, bist du der Älteste? Der mit den drei Augen? Ich habe gehört, du bringst mir eine neue Macht bei oder sagst mir meine Zukunft voraus oder irgendwie sowas. Das fünfte Licht. Jetzt können wir ein Pentagramm bilden. Die haben sich einfach fusioniert? Ist das jetzt ein super Licht? Oui. What are you? Du siehst eklig aus. Okay, du bist also der Bewacher von Seir. Im ersten Part war es Sein und hier ist es jetzt Seir. Okay, also... Mann, wieso habe ich denn... Ich muss einfach zweimal flüchten in einer fucking Folge, oder was? Alles klar, aber ich bin ja zum Glück der Flüchtlingsexperte. Und damit meine ich nicht die Flüchtlinge aus Syrien, sondern dieses Spiel. Oh, ich liebe diese Musik. Die Musik ist so fett, Alter. Die habe ich sogar in meiner Spotify-Playlist, weil ich sie so geil fand. Und deswegen sage ich jetzt auch einfach nichts, sondern ihr sollt auf die Musik hören. Oh nee, war falsch. Oh Gott, was soll ich machen? Jetzt kommt er von unten. Oh mein Gott. Das war ja gemein. Gemein und gefährlich war das. Sie sieht gerade überraschend gut, muss ich sagen. Wenn ich den beim First Try schaffe, dann bin ich aber sehr, sehr stolz auf mich. Das habe ich, glaube ich, noch nie hinbekommen in diesem Spiel. Und das scheint schon das Ende zu sein. Oh mein, ich habe den gleich beim ersten Mal hinbekommen. Der ist, als ob der jetzt schon tot ist. Oh Mann, das Lied war so cool. Ich hoffe, ihr fandet das Lied genauso cool wie ich. Ich habe das in meiner Spotify-Playlist unter meinen Lieblingsliedern. Warum ist er jetzt schon tot? Der ist auch jetzt noch nicht schon tot. Oh Mann, ich dachte, den sehen wir bestimmt nochmal wieder, oder? Dieser Wurm sah übrigens auch ein bisschen so aus wie diese Vögel in diesem Spiel. Das scheint aber jetzt der Bewacher gewesen zu sein für das letzte Licht. Und irgendwie scheinen die auch ein bisschen böse zu sein. Weil die wollen ja ganz offensichtlich nicht, dass wir Seire da rausholen und die Welt quasi retten. Und wieder hell machen. Aber was haben die denn davon? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Da ist sie, Ori, die Weide, Mutter des Lichts. Nur der Trauerkamm steht uns im Weg. Nur der Trauerkamm, ja. Sind das diese ganzen spitzen Dinger da unten? Ja, okay, cool. So, Seire. Wille der Irrlichter. Das war jetzt aber ein kurzer Part, nicht wahr? Ich dachte, wir müssen da viel länger drin sein. Na dann, bringen wir Seire doch mal zurück. Okay, das ist schwierig. Seire will zur Weide zurückgebracht werden, aber die Weide... ist da, wo dieser Teufelsvogel ist. Ja, moin. Na du? Ja, ich hab Seire. Was willst du jetzt tun? Ich hab dich gar nicht verstoßen. Wieso? Was hast du gegen mich? Oh. Vielleicht hat er allgemein was gegen Seire? Wach endlich auf, du komischer Vogel. Wir sind nicht schuld an deiner Misere. Das fand ich jetzt aber ein bisschen arg doll von dir, Seire, dass du ihn gleich angreifst. Von der Vergangenheit geblendet. Spannte sich schräg von der Wärme ab. Naja, die Wärme hat ihn gerade voll in die Fresse gehauen. Kann ich verstehen, dass man dann wegläuft? Hä? Die Wärme hat ihm einfach in die Fresse gehauen? Ups. In den halben Kopf weggefetzt? Und dann wundert das irgendwen, dass der abhaut? Also mich ja, nun nicht. Hier, Seire, das ist für dich. Okay, moin. Wir sind einfach... I don't know, wo wir jetzt sind. Ah, im Trauerkamm. Oh, der Trauerkamm. Hier kann ja... Im Trauerkamm kann es ja keine schlimm...
Sachen geben, das ist einfach ein Fahrstuhl. Lol. Also wenn hier jetzt keine Gegner kommen, ja, dann wüsste ich auch nicht. Wäre cool gewesen, wenn wir jetzt stärker gewesen wären oder würden, weil wir jetzt Seire haben. Und Seire scheint ja irgend so ein mächtiges Wesen zu sein, das einfach jeden kaputt macht. Ich meine, wenn er sogar Schriek so krass kaputt machen kann. Warum macht er das jetzt nicht? Guck mal, der merkt doch, dass wir hier gerade ein bisschen Probleme haben, oder nicht? Dann kann er uns ja ruhig mal helfen, finde ich. Könnte schon fast ein kleines Minispiel hier sein. Ein kleines eigenes Minispiel. Wirkt ein bisschen gerade wie Enter the Dungeon fürs Handy, wenn ihr das Spiel kennt. Ah, guck mal, das macht sogar Sinn, dass wir nicht weiter nach oben gehen, weil diese Viecher einfach zu schwer sind. Und deswegen müssen wir sie vernichten, damit wir weiterkommen. Das ergibt wenigstens mal Sinn, dass hier der Fahrstuhl nicht weitergeht. Finde ich gut, finde ich gut, finde ich gut. Wow, Heilung! Nochmal Heilung! So, das war's jetzt hoffentlich. Auf geht's in die Höhe. Stürzt du etwa ab? Da habe ich keine Lust zu. Nein, ich will bitte nicht abstürzen. Bitte, ich will nicht. Bin ich safe? Okay. Well, I mean, wir können ja auch auf den Fahrstuhl rauf. Ob uns das jetzt was bringt, ist die andere Sache. Nee, wir wollen schon noch weiter nach oben, nicht wahr? Okay, das bringt uns gar nichts. Aber man hätte es gekonnt. So, was haben wir denn hier? Können wir irgendwie... Ah, was tut das denn wie... What the fuck? Okay. Können wir irgendwie den Fahrstuhl heil machen? Das wäre doch mal richtig knorke, möchte ich sagen. Okay, das ist nicht so knorke. Das auch nicht. Nee. Nee, also Laser finde ich nicht so gut. Da kommt man ein bisschen später nochmal raus. Was sind das denn hier für komische Sachen? Wieso explodiert hier alles? Ich finde das nicht gut. Nein, nein, nein. Kriegen wir noch eine neue Fähigkeit? Oh mein Gott. Okay, jetzt geht's hier aber richtig ab. Alle paar Minuten neue Fähigkeiten. To the moon! Lol. Ja, cool. Jetzt brauche ich meinen Cheat halt sowieso gar nicht mehr, weil wir jetzt einfach diese Fähigkeit haben. Gefällt mir. Man kann das sogar in der Luft machen. Leute, wie OP ist das denn? Guck mal. Whee! Lol. Okay, wir haben einfach die OP-ste Fähigkeit von allen bekommen gerade. Jetzt sind wir einfach Superman oder Goldener Sonic oder Super Saiyajin 4 Son Goku. Gott Saiyajin sind wir jetzt einfach. Oh, aber man kann es nur einmal anwenden, wenn ich das richtig sehe. Also wir können hier durchgehen und dann nochmal anwenden. Wenn ich es jetzt nochmal anwenden will, geht's nicht. So, weiter geht's. Whee! Hä? Achso, ich muss auf die rechte Seite. Okay, verstehe ich, verstehe ich. Na dann, einmal da hoch. Kann ja nicht so schwer sein. Oh mein Gott. Hä? Das Spiel verarscht mich. Aua. Finde ich nicht gut. Finde ich gar nicht gut. Okay, ich soll mit oben. War doch gar kein Problem. First try. So. Hallo? Es sieht hier alles schon wieder... Oh nee, das gefällt mir nicht. Was ist das für komisch lila Zeug? Und was ist das? Ei. Erinnert halt auch wieder an den ersten Teil. Da gab es auch so ein Part, wo alles rumgeflogen ist. Obwohl das gar keinen Sinn macht. Hier haben sie schon ein bisschen was abgeguckt vom ersten Teil. Aber ja, ist in Ordnung. Der erste Teil war ja auch gut. Als das Ende näher rückte, führten alle Pfade zur Geisterweide. Umo und Gumo sind auch da. Das Ende der Weide. Ist das dann schon der Abschluss? Aber mir fehlen doch noch zwei Fähigkeiten, oder nicht? Oder sogar drei. Mir fehlen noch drei Fähigkeiten. Das kann doch nicht das Ende sein. Okay, das sieht aus wie der erste Baum. Wie der erste Dungeon im ersten Teil, tatsächlich. So eine Mischung aus ersten Teil, oder ersten Dungeon und letzten Dungeon. Ja moin. Gucken wir uns beim nächsten Mal an, würde ich sagen. Sind ja heute gut weitergekommen, haben eine neue Fähigkeit bekommen. Wie das dann hier weitergeht, beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.